Hallihallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Comic-Fans, schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Heute habe ich euch endlich den neuen Band von Zauberstern Comics Kultreihe Phantom mitgebracht. Und nicht nur eins, sondern gleich zwei. Warum? Weil der letzte Band, die Nummer 5, hier, der kam schon am 8. Februar 2023 in den Handel. Kam bei mir aber relativ spät an, nämlich zusammen mit Mikros, den ich euch bereits vorgestellt habe. Den Link dazu zu diesem Bewertungsvideo findet ihr im Anschluss an dieses Video, hier oder da. Also ihr müsst einfach mal gucken. Ich habe ja immer am Schluss so ein paar Links. Übrigens, kleiner Hinweis, wenn ich Unboxings mache oder über Filme spreche, ist im Anschluss an die Videos immer, immer der Trailer verlinkt. Also ihr braucht da nicht lange suchen, guckt einfach das Video zu Ende und ja, dann könnt ihr das direkt anklicken. Und wenn wir schon dabei sind, es wäre so schön, wenn ihr die Videos zu Ende guckt. Einfach, weil vielleicht hat der Papa ja noch ein paar kleine Scherze eingebaut oder sonst was. So, ja, 8. Februar kam dieser Band bereits in den Handel. Deswegen ist es vielleicht auch schon ein bisschen spät und man fragt sich, ist das Interesse an diesem Band überhaupt noch da? Aber ich habe euch auch die Nummer 6 mitgebracht. Die ist quasi druckfrisch. Naja, ganz druckfrisch auch nicht. Die ist seit dem 12. April im Handel. Und ihr bekommt beide, also den hier bekommt ihr im Zeitschriftenhandel am Kiosk oder eben bei Zauberstern Comics. Den Link findet ihr unten in der Infobox. Und wenn ihr da seid, dann kriegt ihr auch direkt beide. Also den hier könnt ihr auch bestellen. So, damals, als der hier rauskam, der 5. Band, da gab es wohl irgendwelche Probleme. Es wurden zu wenig Exemplare geliefert, weswegen die Vorbesteller ein bisschen ins Hintertreffen gelangt sind. Das heißt, im Kiosk oder am Kiosk konntet ihr den Band damals zeitnah kaufen zum Release-Datum, aber die Besteller, die mussten halt ein bisschen warten. Vielleicht kam der deswegen auch etwas zu spät, aber ist ja egal. Ich habe ihn gelesen für euch. So, das gleiche gilt auch für Nummer 6, aber da kommen wir gleich drauf zu sprechen. So, was mich ein kleines bisschen ärgert, aber da kann Zauberstern Comics überhaupt gar nichts für, ist, was die Post mit diesen wunderschönen Teilen anfängt, weil wir haben einen Briefkasten, einen ganz normalen Briefkasten und in der Regel ist hier leider keiner zu Hause im Moment. Das bedeutet, die kommen zwar in einem großen Umschlag, aber die Post faltet diesen Umschlag und steckt die dann so in den Briefkasten rein, so dass ich hier immer die Hefte gefaltet habe, was eigentlich eine Schande ist, weil die kosten 9,99 €. Ein Preis, den ich hierfür allerdings absolut gerechtfertigt empfinde, weil wir, aber da habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, wir haben ein großformatiges Comic mit 100 Seiten, mit Poster, mit exklusiven Geschichten, die hier in Deutschland erstmals veröffentlicht werden. Das ist also auf jeden Fall etwas, wo man sagt, okay, 9,99 € ist da eigentlich kein Preis. Aber wenn die dann gefaltet sind, dann ist das schon schade. Ich meine, ich habe die, ja hier der gleiche, das hier ist das gleiche gewesen. Das ist, also man sieht es kaum noch, aber es ist halt wirklich eine Schande, wenn die gefaltet im Briefkasten stecken. Ich habe mich auch schon bei der Post beschwert, interessiert aber keine Sau. So, ist aber auch egal. Weil, wie gesagt, kann ja Zauberstern Comics nichts dafür. Jetzt gehen wir erstmal zu Band 5, weil da hatte ich ja damals schon gesagt, als ich euch Mikros vorgestellt habe, dass ich da einen klitzekleinen Kritikpunkt hatte. Der wird allerdings jetzt durch das Erscheinen von Teil 6 ausgehebelt, aber da kommen wir auch jetzt gleich zu. Also auch hier haben wir wieder drei fantastische Geschichten drin, wobei in dem Fall ist es tatsächlich so, dass wir eigentlich vier Comics haben, nämlich einmal die Rückkehr des Dunklen Ostens, Teil 1 und 2. Die Geschichte fand ich unheimlich gut, allerdings, die fängt, ich hatte hier beim Lesen den Eindruck, die fängt mittendrin an. Sie schmeißt einen also direkt in die Handlung rein, aber ich fand sie ziemlich cool. Auch mit der Auflösung, der ganze Storyverlauf, die Spannung, toll. Toll, toll, toll. Dann kam die zweite Geschichte, Internationale Gewässer. Das ist so ein kleiner Zwischencomic, eine kleine Zwischengeschichte. Die fand ich auch ziemlich gut, sehr spannend. Die hat so ein bisschen an Captain America 2 erinnert, an die Anfangssequenz. Spielt alles auf einem Schiff, wo Sklaven verschifft werden und das Phantom findet das nicht gut und schreitet ein. So, und dann kam die dritte Geschichte und das ist mein Kritikpunkt gewesen. Das war nämlich die Geschichte Götterdämmerung,
Teil 1. So, und das heißt, dieser Comic hier, die Nummer 5, endet mit einem Cliffhanger. Und zwar einem richtig fiesen Cliffhanger mitten in der Geschichte. Aber gut, das hat mich gestört, das hat mich geärgert. Wenn ich das jetzt kaufe und ich habe das dann und ich lese das voller Inbrunst und voller Freude und dann ist die Geschichte mittendrin, das fühlt sich so an als wie so ein Coitus Interruptus. Es ist irgendwie nicht wirklich schön und befriedigend, aber ich kann natürlich zum einen verstehen, wenn man hingeht und sagt, okay, wenn wir einen Cliffhanger einbauen, dann sind die Kunden auch daran interessiert, den nächsten Band zu kaufen. Und andererseits, man hat jetzt hier angefangen, das hier ist alles aus den Originalveröffentlichungen, hier so Phantom Ghost Who Walks Nummer 5, 6, dann Internationale Gewässer ist Nummer 7 und Götterdämmerung ist Nummer 8. Also dass man hier jetzt wirklich die Originalcomics von 2009 bzw. 2010 der Reihe nach veröffentlicht. Da hat man dann aber auch einen guten Überblick. So sind die damals, also vor 13, 14 Jahren, sind die in Amerika veröffentlicht worden. Und genau so erscheinen die hier jetzt auch als deutsche Premiere. Halt nur dann immer 4 in einem. Was ich okay finde, weil wenn man dann mal runterrechnet, wenn man 4 Magazine hat oder 4 Comics und das Ganze dann für 9,99 €, dann hat man quasi 2,50 €, also 2,50 € pro Magazin oder pro Geschichte, ist absolut okay. Aber ich hätte es schöner gefunden, wenn hier am Schluss, also nach dem Zweiteiler und der für sich stehenden Einzelgeschichte, wenn dann hier vielleicht noch so ein Klassiker noch mit dabei gewesen wäre. Wenn man die letzten Seiten mit einem alten Comic, mit einem klassischen Comic, vielleicht sogar einem Schwarz-Weiß-Comic gefüllt hätte, hätte ich persönlich schöner gefunden, weil dann hat man auch so den Querschnitt. Das hat man damals ja auch gemacht, bei den ersten Bänden hatte man am Schluss. Also ich fände das schöner. Andererseits, ja, kam dann hier Nummer 6. Die geht natürlich da weiter, wo Nummer 5 aufhört. Nämlich erzählt sie Götterdämmerung Band 2 bis 5. So, und damit ist die Geschichte dann auch abgeschlossen. Ende. Und das macht dann wieder Sinn, weil was hier begonnen wurde, wurde hier zu Ende geführt und weil hier eine Geschichte drin ist, die Geschichte besteht also insgesamt aus 5 Einzelheften, die hätten hier nicht reingepasst. Das heißt, man hätte das also auf jeden Fall aufsplitten müssen, um das halt am Stück publizieren zu können. Jetzt hätte man natürlich sagen können, okay, wir machen ein Phantom-Sonderheft, wo dann alle Geschichten drin sind, das wäre dann halt 25 Seiten dicker gewesen. Aber ich denke, dass man hier mit den 100 Seiten mit 9,99 € schon verdammt hart kalkuliert. Die sind ja auch nicht teurer geworden. Alles wird teurer, der Comic hier kostet immer noch das Gleiche. Von daher wollen wir uns da also lieber mal nicht beschweren. So, was mir hier bei dem neuen Band auch aufgefallen ist, es war hier immer, das ist so ein kleines Highlight gewesen für mich, es waren hier immer Leserbriefe drin in den Bänden. Ich meine, gut, im ersten nicht. Ja, wo sollen die herkommen? Das kann ja nicht sein. Ja, man kann ja keine Leserbriefe zu einem noch nicht veröffentlichten Magazin rausbringen. Im zweiten auch noch nicht, weil das war schon gedruckt. Aber im dritten und im vierten und hier im fünften auch, da waren Leserbriefe drin, die der Simeon Chrysomalis auch selbst beantwortet hat, was ich persönlich auch sehr, sehr cool finde. Aber die fehlen jetzt hier. Also hier haben wir jetzt keine Leserbriefe mehr. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ja, man hat hier Werbung, wobei Werbung, ja, das ist nicht wirklich Werbung, es ist halt der Super-Mega-Action. Was ist das? Ich hab's mir gar nicht angeschaut. Ich wollte es mir anschauen, hab's aber noch gar nicht geschafft. Super-Mega-Action. Und auch ansonsten haben wir hier keine Werbung drin. Also man hat hier wirklich, ja, ich weiß nicht, warum es so ist. Jedenfalls hier haben wir keine Leserbriefe mehr drin. Wie gesagt, war für mich das Highlight, dass das hier fehlt, finde ich ein bisschen schade, aber wer weiß, welchen Grund das hat. So, ansonsten ist dieses Magazin auch wieder hervorragend. Die Geschichte wird toll zu Ende geführt. Es geht hier um Kindersoldaten und um eine Art Sekte, Gottheit. Ah nee, das war der Dunkle Osten. Also grundsätzlich geile Geschichten, wirklich weit, weit weg von diesem typischen amerikanischen Superhelden-Einheitsbrei.
dabei. Das Phantom bekommt immer wieder auf die Schnauze und ganz, ganz oft ist es auch so, dass das Phantom es aus eigener Kraft gar nicht schaffen würde, sondern immer die Hilfe von seinen Freunden braucht. Das macht ihn in meinen Augen sehr sympathisch, sehr nahbar und deswegen finde ich diese Comics hier auch weit über dem Niveau von dem, was Marvel und DC aktuell rausbringen. So, und auch ansonsten, ich gehe da nochmal ganz kurz drauf ein, hier ist keine Werbung drin, bis auf diese eine Seite hier vorne, da kann man jetzt nicht wirklich von Werbung sprechen. Ansonsten haben wir hier noch einen Hinweis auf Simeon Chrysomalis' Jan Tenner Hörspielreihe. Auch das, ja, es ist Werbung, aber für ein hauseigenes Produkt. Deswegen finde ich das auch überhaupt nicht schlimm. Und dann haben wir hier auch ein geiles Poster wieder drin. Und auf der Rückseite von diesem Poster haben wir halt einmal Jan Tenner und einmal den kommenden Comic Flash Gordon, auf den ich mich übrigens auch sehr, sehr freue. Mittlerweile bringt Zauberstern Records überhaupt. Ja, die haben Mykros, die haben Phantom und jetzt noch Flash Gordon. Und wer weiß, vielleicht bringen die ja irgendwann auch mal einen Jan Tenner Comic raus. Wäre doch geil. Dann muss ich sagen, machen die hier den großen Publishern aber mächtig Konkurrenz. Mit den Geschichten liegen sie sowieso vorne. Meine Meinung. So, oh ja, und hinten haben wir dann nochmal Werbung. Einmal für die Hörspiele, die Simeon Chrysomalis noch so gemacht hat. Und hier hinten ein sehr, sehr geiles Bild von Timo Würz. Das ist ein ganz großartiger Künstler, der auch ganz viele Mediabooks schon mit neuen Covern versehen hat. Ich liebe ihn. Es ist großartig, ganz toll. Und hinten dann noch dieses Bild drin. Ja, ist toll. Ja, und hinten halt nochmal Werbung für Mykros. Für den Fall, dass ihr euch dieses Bild von Timo Würz raustrennen wollt. Und wenn das ist, fällt vorne auch nur die erste Seite raus. Das ist die Inhaltsangabe und nochmal ein Bild vom Phantom. Also ist das auch durchaus machbar, wobei ich ungerne Comics zerpflücke, um Poster an die Wand zu hängen. Aber wenn ihr es machen wollt, geht hier nichts von der fantastischen Geschichte verloren. Trotzdem habe ich hier auch noch eine kleine, winzig kleine Anmerkung, weil wenn wir schon drüber sprechen, dann müssen wir auch, wenn etwas Negatives ist, kurz ansprechen. Also abgesehen davon, dass das großartig ist in der Veröffentlichung, ist mir hier etwas aufgefallen, wo ich gesagt habe, da haben sie aber nicht aufgepasst. Das ist eigentlich der falsche Begriff. Aber wir haben hier dieses wunderschöne zweiseitige Bild. Und man hat hier bei diesem Comic diesen weißen Rahmen drumherum gemacht. Ich gehe mal davon aus, dass der bei der amerikanischen Veröffentlichung nicht dabei war, sondern dass das hier Bildschirm, seitenfüllend war, weil dann hätte man hier nämlich ein Bild, ja, das nicht durch diesen weißen Balken hier, seht ihr das? Dieser weiße Balken, ja, der trennt die beiden, das Bild voneinander. So, das ist also schade. Das hätte eigentlich zusammengehört. Vielleicht hätte man bei dieser Seite einfach mal den weißen Rahmen zumindest innen weglassen können. Das Ganze hätte auch scheiße ausgesehen. Hätte das. Naja, okay. Also das hier ist aber auch der einzige Punkt, wo ich sage, ja, ist auch keine richtige Kritik. Ist mir halt nur aufgefallen. Ist nicht ganz optimal. Dadurch geht dieses, hier, ja, hier haben wir noch sowas. Hier haben sie es gemacht. Ihr seht das? Also hier, ja, hätte man auch vorne machen müssen. Genau so hätte das vorne auch hingehört. Dann wäre es besser gewesen. Vielleicht hat man es übersehen. Dass es Absicht ist, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Aber abgesehen davon, geile Geschichte. Die hier vielleicht am Schluss ein bisschen actionlastig, bisschen mehr Text. Aber macht auch einen gewissen Reiz aus. So, das war's. Meine Vorstellung von Phantom 5 und 6 ist im Handel. Gibt es im Zeitschriftenladen, im Buchhandel und natürlich bei Zauberstern Comics. Der Link, wie gesagt, unten in der Infobox. Und wenn ihr schon da unten seid, ihr wisst Bescheid, den hier und abonnieren und Glöckchen, damit ich euch maximal auf den Wecker gehen kann. Bis dahin, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bleibt gesund und bleibt geil. Euer Michael Speyer.